Der Herbst zeigt sich von seiner besten Seite. Ein Anlass für zwei Bergsteigergenerationen, sich am Sellerjoch zu treffen. Bergführer Edi Stufflesser aus St. Ulrich und sein Sohn Stefan, ebenfalls Bergführer, reden über die alten und neuen Zeiten im Klettersport. Der Anlass ist heute Stefans Wiederholung der Grödnerführe, einer Felsroute, die Mitte der 50er Jahre von seinem Vater erst begangen wurde. Wir haben uns dort auf den Riss haben wir uns ein bisschen konzentriert. Nicht? Da war der Franz Prinot mit mir und sogenannte Franz Stefan. Stefan wird heute versuchen, die Grödnerführe im Freikletterstil zu begehen, also zwar mit der Sicherung des Seiles, aber ohne dieses und die Haken zur Fortbewegung zu verwenden. Ja, das ist immer schon ein bisschen so ein Traum gewesen, eben die Erstbegehung meines Vaters zu wiederholen. Und vielleicht diese Route ist noch vielleicht faszinierender, weil sich man kann sie eben auch freiklettern in einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Linie auch. Mario Senona, wie sein Freund Edi, Jahrgang 35, erinnert sich an die Technik der 60er und 70er Jahre. Der Bohrhaken hat das Unmögliche möglich gemacht. Und mit dem Bohrhaken haben sich die Leute überall hineingetraut. Es wurde auch gesagt, Tod des Alpinismus. Zum Glück hat der Klettersport doch überlebt, auch wenn die Technik damals nicht viel mit Klettern zu tun hatte. Einhängen, da haben wir schon etwas gehabt, wo wir uns dran halten können. Und dann natürlich wieder einen Haken schlagen. Edi und Mario, heutzutage machen wir es so. Heute wird die 180 Meter lange Route mit dem Schwierigkeitsgrad 9+ bewertet. Bei der Erstbesteigung sprach man damals vom 6. Grad, allerdings mit Zuhilfenahme der Haken. Das Niveau ist durch Training und Verbesserung der Ausrüstung dermaßen gestiegen, dass der jüngste Kletterer Titus Prinot den großen Überhang bereits im zarten Alter von 13 Jahren klettern konnte. Die größte Veränderung, würde ich sagen, im Klettern einfach gesehen, die Ausrichtung und das Training. Aber die Ausrichtung, wie sie damals geklettert sind und heutzutage, das kann man nicht vergleichen. Begonnen von Klettergürtel, Seile und auch die ganze Sicherungskette bis zu den Schuhen. Die Schuhe, die waren klobig, ne? Steif, desto steifer, desto besser. Ne? Das war die Mentalität damals. Seile waren die da, nicht? Das war schon eine Verbesserung, nicht, dass sie jetzt da haben. Früher hat man sie sogar aus Hanf gehabt. Man hat einfach ein Seil genommen, hat sich umgebunden, hat einen Knoten gemacht. So, das war alles, was wir gemacht haben damals. Nicht. Die Schlüsselstelle ist das bekannte große Dach unterhalb des Gipfels. Für uns stürzen, das war tabu, nicht? Nein, nicht stürzen, das war mal Gebot Nummer 1. Heutzutage durch das Sportklettern gehört es irgendwie dazu, auch das Stürzen, um eben am Limit klettern zu können. Der Freiklettergedanke bewegt die Kletterer dazu, die eigene Leistungsgrenze zu suchen. Sehr wichtig ist die Aufgabe von Seilpartner Christian, einen Sturz von Stefan sicher zu halten und ihn trotz des gescheiterten Versuchs bei guter Laune zu halten. So hat Stefan die Möglichkeit, erneut einen Versuch zu starten, um den Überhang schließlich frei zu durchsteigen. Okay, Christian, stopp! Diese spektakuläre Stelle wurde 1978 von Mario Senona mit Leitern bezwungen. Man kann sich erinnern, haben wir einmal probiert, einen Bohrhaken einen Zentimeter einzubohren und zu schlagen. Guten Fels natürlich. Von unten nach oben. Und dann hat es zwei Mann Belastung ausgehalten. Ist ja nicht ausgekommen. Deswegen hat man sich getraut. Die waren ja besser als die geschlagenen Haken. Ein geschlagener Haken war schon manchmal sehr interessant.
Der Begehungsstil hat sich seitdem stark verändert. Ob auch die Sinnfrage des Kletterns den gleichen Wandel der Zeit erlebt hat, ist schwer zu sagen. Also ein Bergsteiger, ein Kletterer, war ein Selbstmörder. Wir mussten alles praktisch versteckt machen. Bergsteigen ist immer, das war immer so eine Sache. Jeder wollte ja mal hinaufgehen. Sinn hat es irgendwie keinen, das Rein, das Klettern. Es ist aber irgendwie faszinierend. Wow, Stefan, wer geil. Schön. Schön gewesen, ha? Berg. Ich habe die Berg-Tour von. Ja. Mit Tata zu gehen.